Erst im November vergangenen Jahres bei der Regionalkonferenz Ostbayern waren sich die Vertreter der bayerischen Regierungspartei einig. Niederbayern ist eine Aufsteigerregion, die ist ganz klar in allen Punkten, sei es Wirtschaft, Infrastruktur oder hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, zu fördern gilt. Eine Aussage, die mit der heutigen Veröffentlichung des Zukunftsratsgutachten im Auftrag eben jener Staatsregierung nun scheinbar ad absurdum geführt wird. Ich finde dieses Gutachten eine Frechheit. Niederbayern wird abgehängt. Es ist eine schallende Ohrfeige für alle Menschen, die hier leben und arbeiten. Ich finde, dass kein Cent Steuergeld für so einen Unsinn ausgegeben werden darf. Der Seehofer soll den Quatsch aus der eigenen Tasche bezahlen. Dieses Thema, dass hier bestimmte Regionen aufgegeben werden sollten, weil der Mitteleinsatz in größeren Strukturen sinnvoller wäre, ist von der politischen Seite natürlich absolut nicht hinnehmbar. Das Gutachten mag aus ökonomischer Sicht in manchen Teilen durchaus recht haben. Dabei widerspricht es aber gänzlich dem Grundtenor des letzten Jahres von Seiten der Wirtschaft und Politik. Besonders prekär? Mit dererlei Aussagen riskiert man die Motivation und den Ruf einer ganzen Region. Und das, obwohl man doch gerade die Wirtschaftskrise glimpflich überstanden hat. Wir haben so viele gute Unternehmen bei uns in Niederbayern, zum Teil Weltmarktführer. Die Menschen in unserer Region machen wirklich gute Arbeit. Und wenn wir wollen, dass hier Arbeitsplätze erhalten bleiben oder dass neue Firmen sich hier ansiedeln, dann dürfen wir nicht sagen, Niederbayern ist das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Viele Jahre lang hatte Niederbayern gegen den Ruf, das Armenhaus Deutschlands zu sein, angekämpft. Der Erfolg wurde schließlich auch in München anerkannt, die Politik in Richtung Förderung des ländlichen Raumes bestärkt. Von dieser Politik abzukehren, das wäre ein neuer Weg. Wir glauben nicht, dass die bayerische Staatsregierung diesen Weg letztendlich beschreiten wird. Es ist immer gut, wenn man auch solche Beratergremien mit einbezieht, aber an dieser Stelle muss man sagen, Thema verfehlt und jetzt andere Akzente setzen für diese Räume. Niederbayern ist aufgebracht, Vertrauen wurde verletzt, Papier ist geduldig. Und ein Gutachten hat sicherlich nicht die Macht, die Entschlossenheit einer Region, eines ganzen Landes zu gefährden, denn mir san mir.